liebe es, solche Probleme zu lösen. Was ist das? Okay, Leute. Missy wird jeden Moment hier sein. Ich bin so aufgeregt. Ich liebe Geburtstagsüberraschungspartys. Ihr wisst alle, was zu tun ist. Wenn Missy auftaucht, schalte ich die schicken Partylichter an. Bonbon und ich rollen diesen riesigen Kuchen heraus. Ich drehe die Musik auf und wir rufen... Alles Gute zum Geburtstag, Missy! Da kommt sie. Versteckt euch alle. Posch, wo bist du? Ich bin bereit zum Eislaufen. Oh, wie schön. Oh, lecker. Jetzt! Alles Gute zum Geburtstag! Was ist passiert? Meine Lautsprecher haben anscheinend die gesamte Energie von den Lichtern abgesaugt. Ups. Was machen wir jetzt? Ich schaue mir den Stecker an. Ich liebe es, solche Probleme zu lösen. Puh. Vielleicht hilft das hier. Nichts. Wie soll ich das reparieren? Was ist das? Alles Gute, Missy. Hier ist ein kleines Geschenk für meine liebste Problemlöserin. Liebe Grüße, deine gute Fee? Oh, Posch, ich habe was gefunden. Ich glaube, das könnte helfen. Lass es uns öffnen. Epische goldene Eier! Ich habe eine Idee. Wir können sie verwenden, um unsere Party aufzupeppen. Großartige Idee. Los, alle zusammen. Leg los, DJ. Danke, Bubukorns. Accessoires für die Haare. Die sind besser als Partyhüte. Ein riesiges Paillettenherz. Wow, das sieht so gut aus. Jetzt sind wir bereit zu rufen. Alles Gute zum Geburtstag, Missy. Danke, Leute. Aber ich frage mich immer noch, wer meine gute Fee war. Wahrscheinlich jemand, der weiß, dass du gerne Probleme löst. Oh, du hast recht. Das beste Geburtstagsgeschenk überhaupt. Sicher, dass du weißt, was du da draußen tust? Ich spreche diesen Zauberspruch heute Nacht. Rainbow Corns und Jelly Shakes. Schaut in meine Kristallkugel, während ich einen Zaubertrick vorführe, der euch verblüffen und staunen lassen wird. Okay. Schritt 1, die Kristallkugel herausholen. Schritt 2, Zauberstab schwingen. Oh, ich habe meinen Zauberstab vergessen. Einen Moment. Hier ist dein Zauberstab. Bist du sicher, dass du weißt, was du da draußen tust? Ich hatte nicht wirklich Zeit, mich vorzubereiten, Nala. Ich improvisiere einfach. Jetzt schwenke ich den Zauberstab und sage die Zaubersprüche auf. Ich spreche diesen Zauberspruch heute Nacht, damit er uns allen Freude macht. Fee, Zauberer, Elfe, ich wünsch mir her. Gib meinen Freunden ihr Lieblingsaussehen her. Ist irgendwas passiert? Ich kann nicht sehen. Hat mein Zauber funktioniert? Was? Hey Missy, warum klingst du wie Posch? Und warum sehe ich aus wie Vacay? Ich bin Posch. Und ich bin Missy. Oh nein, was ist mit den anderen? Ich bin sie und sie ist ich. Bei uns auch. Wir haben alle den Körper mit unseren besten Freunden getauscht. Okay, keine Panik. Ich kann das vermutlich wieder rückgängig machen. Vermutlich? Hat es geklappt? Nein. Probier es nochmal. Schon gut. Das wird schon klappen. Solange wir immer die gleichen Eiscreme sagen. Warum sagst du Eiscreme? Ich hab Hunger. Oh, ich sehe etwas. Hier ist ein Warnhinweis. Du musst deinen Zauberstab in einem Kreis schwingen. Etwa so, nicht so. Okay, mal sehen. Missy? Posch? Wir haben es geschafft. Danke, beste Freundin. Du hast uns gerettet. Dafür sind Freunde da. Und hey, es sieht so aus, als hättest du versehentlich die Worte im Zaubertrick geändert. Es sollte eigentlich heißen, Fee, Zauberer, Elfe, ich wünsch mir her, gib meinen Freunden ihr Lieblingsdessert. Ups. Oh nein. Was wird jetzt passieren? Wir werden sehen. Rainbow, Rainbow Corns. Yeah! Lasst uns fliegen. Die Rentiere ziehen den Schlitten. Hopp, hopp, hopp. Schnell geht es voran, in vollem Galopp.
Doch an dieser Weihnachtsnacht wurde kein Rentier ausfindig gemacht. Nicht Dasher oder Dancer oder der Rest seiner Crew. Sie stecken fest bei einem Stopp in Timbuktu. Kein Rudolf, kein Vixen oder der ganze Rest. Wer wird den Schlitten des Weihnachtsmanns ziehen? Wer wird sich stellen dem Test? Wir werden den Schlitten ziehen. Und Weihnachten retten. Wir waren gerade auf dem Weg zum Nordpol, um deinen Vater zu besuchen. Rudolf. Ja, aber jetzt braucht der Weihnachtsmann unsere Hilfe. Es ist der Weihnachtsmann, Goldie. Ich habe keine Ahnung vom Fliegen. Du hast dieses Schneckenhaus auf deinem Rücken. Das ist ähnlich wie ein Schlitten. Okay. Lasst uns fliegen. Wann hast du denn fliegen gelernt? Ich habe die Anleitung gelesen. Größtenteils zumindest. Größtenteils? Als nächstes landen wir auf den Dächern. Landen? Oh, so weit habe ich gar nicht gedacht. Du hast nicht nachgelesen, wie man landet? Ich lese gerne was, wenn ich fliege. Ups. Keine Sorge, wir gleiten einfach runter, schön langsam. Zu schnell. Okay, probieren wir es nochmal. Looping. Zweiter Versuch. Lasst uns den Schornstein anpeilen. Der sollte uns stoppen. Was? Wir werden abstürzen. Nein, ich werde meinen Fuß nutzen. Du hast es geschafft. Ich hab's geschafft. Juhu. Mein klebriger Schneckenfuß ist ein super Schlittenstopper. Ich hab geholfen. Yay. Und nur noch 500 Millionen Häuser, die wir besuchen müssen. Die ganze Weihnachtsnacht hindurch blieb Goldie klebrig fest. Und die Rainbow Corns flogen an diesem Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten von den Rainbow Corns. Woran arbeitest du gerade? Ich habe mein geheimes Projekt abgeschlossen. Rainbow, Rainbow, Rainbow. Hallo, ihr da draußen in der Glitzy-Gang. Phoenix der Tukan hier. Ich möchte euch nur über alle kreativen Projekte auf dem Laufenden halten, an denen wir hier im Shimmershop arbeiten. Wie ihr wisst, sind die Itzy Glitzys die kreativsten Designer in Rainbowville. Oh, Dolly, woran arbeitest du gerade? Dieser Schmuck ist Musik für meine Ohren. Wortwörtlich. Ja, ich arbeite auch an Ohrringen, aber die sind noch nicht ganz fertig. Ich weiß, dass du es schaffen wirst. Hast du Glimmer gesehen? Sie arbeitet schon den ganzen Tag in ihrem geheimen Labor. An ihrem geheimen Projekt. Geschafft! Ich habe mein geheimes Projekt abgeschlossen. Kommt rein, ich zeige es euch. Wow, hier war ich nie drin. Ich habe etwas erschaffen, das die Modewelt auf den Kopf stellen wird. Den Modethron 3000. Wow. Diese Maschine lässt jedes Accessoire glitzern. Packe diese rosa Schleife in die Maschine und sie glitzert. Probier es mal mit Dollys musikalischer Tiara. Okay, aber sei vorsichtig. Ich habe da viel Arbeit reingesteckt. Das wird schon, ich verspreche es. Oh oh. Ein Astronautenhelm? Überhaupt nicht mein Stil. Ein kleiner Fehler im Prozess. Ich schicke ihn nochmal durch. Was, eine Ananas? Das ist nicht mal ein Hut. Und das glitzert nicht mal. Das könnte etwas dauern. Nein, nein, nein! Vielleicht ist Modedesign mit einer persönlichen Note doch besser. Jetzt werde ich niemals rechtzeitig für das Barkelfest fertig sein. Wir kriegen das hin. Wir arbeiten besser als Itzy Glitzy Team. Seid ihr dabei? Los, Glitzy! Aufstehen. Rainbow Corns für immer. Rainbow, Rainbow, Rainbow Corns. Ich kann Missy nirgends finden. Sie wird ihre eigene Show verpassen. Gibt es irgendwelche Hinweise? Ich kann meine Gitarre nicht finden. Vielleicht finde ich auch Missy, wenn ich danach suche.
Sie hat eine Tüte voll mit ihrem Lieblingskokoskuchen genommen und ist zurück zur Bühne gegangen. Der Kokoskuchen. Ich habe noch mehr hinter der Bühne gesehen. Porsche wird das Rätsel lösen, yeah. Sie wird den Fall knacken. Porsche wird Missy finden, denn sie schaut überall nach. Der Instrumentenschrank. Missy! Wow, danke, dass du mich gefunden hast, Posch. Wie bist du da reingeraten? Das ist eine lange Geschichte. Hallo? Ist da draußen jemand? Hilfe! Okay, es war eine sehr kurze Geschichte. Danke, dass du mich gerettet hast. Kein Problem. Du darfst doch das Sparkelfest nicht verpassen. Jetzt lass uns feiern. Los, alle aufstehen. Es ist Zeit für den Hippocorn-Stomp. Hüpfen, schaffen, gleiten, Stomp. Hüpfen, schaffen, gleiten, Stomp. Rainbow Corns, klopft eure Hörner. Hüpfen, schaffen, gleiten, Stomp. Juhu, wir haben es geschafft. Das hätten wir ohne dich nie geschafft, Missy. Rainbow Corns für immer. Bereit für den Arschbombenwettbewerb. Arschbombe! Das Rainbowville Dance Bar. Zeit für eine dringend benötigte Tanzpause. Ja, Vacay. Ich freue mich schon so auf den Auftritt von DJ. Diese Geräusche sind nichts für meine Ohren. Was stimmt nicht mit dieser Musik? Oh nein, nein! Werft eure Hände in die Luft und sagt yeah! Nein! Ups, tut mir leid, Fans. Ich werde mir eine kurze Auszeit nehmen und den Tanzboden wischen. DJ, was ist passiert? Warum klingt deine Musik so wässrig? Hey, Vacay, also Folgendes ist passiert. Ich hatte einen Auftritt bei P3, der Papikorn Pool Party, und wer ist bereit für den Arschbombenwettbewerb? Arschbombe! Ich habe den Arschbombenwettbewerb übrigens gewonnen. Aber jetzt sind alle meine Beats total durchnässt. Was soll ich jetzt tun? Wenn die alten Beats weg sind, müssen wir einfach neue Beats aufnehmen. Oh, ich weiß nicht, ob ich dafür noch Ideen habe. Ich helfe dir bei den Aufnahmen. Wow, danke, Vacay. Okay, DJ, das ist mein Lieblingsplatz in Rainbowville. Mein zweites Zuhause. Das Twinkle Star Café. Hallo, Corns. Willkommen im Twinkle Star. Honey. Vacay. Ich dachte, du bist im Urlaub. Immer. Vielleicht inspirieren dich zwei Doppel-Fudge-Cookie-Dough-Eisbecher zu einem neuen Song. Ich hoffe es. Einen Doppelten, bitte. Ein Doppelter kommt sofort. Hey, Kumpel, was ist denn dein Problem? Huh? Sie braucht Ideen, um einen neuen Song zu schreiben. In Ordnung, Kumpel. Ich schalte die Jukebox ein. Ein bisschen Musik kann nicht schaden. Warte, was ist das für ein Sound? Ich spüre es in meinen Fingern. Ich spüre es in meinen Zehen. Du spürst es im ganzen Raum. Weißt du, Kumpel, das nenne ich den Hippocorn-Stomp. Es ist der perfekte Beat. Es ist der perfekte Beat. Wir müssen diesen Beat aufnehmen. Juhu, lass uns zusammenarbeiten. Ich wusste, du würdest den Beat finden. Ich muss Missy anrufen und ihr sagen, dass das Sparkelfest definitiv stattfindet. Hey, DJ. Hey, Missy. Gute Nachrichten.
Honey, Velkay und ich werden eine Supergruppe bilden, um beim Sparklefest aufzutreten. Das ist fantastisch. Die superste Supergruppe aller Zeiten. Wenn wir eine Supergruppe werden wollen, brauchen wir noch etwas. Fabelhafte Outfits. Ich weiß genau, wen ich da anrufen kann. Die Itzy Glitzys. Die Itzy Glitzys. Ho, ho! Herzlich willkommen bei Sweet Shake Sundays. Was möchtest du bestellen? Es gibt so viel auszuprobieren. Aber ich denke, ich nehme den üblichen Ho-Ho-Holiday-Sweet-Shake. Kein Problem, Roxy. Ein Venti Candy Cane Kürbisgewürz-Shake mit extra Streuseln kommt sofort. Das ist so lecker. Glam Glam, was nimmst du? Oh, ich weiß nicht. Scruff, überrasch mich doch mit etwas Festlichem. Oh, wow. Freie Hand am Shake-O-Matic. Ich dachte, dieser Tag würde nie kommen. Das stand definitiv nicht im Rezeptbuch. Hä? Hat jemand Shake gesagt? Wir lieben Shakes. Seid ihr aus der Shake-Maschine gekommen? Wir sind die Sweet Shake Rainbow Corns aus Sweet Shake City. Eure Zaubermaschine hat uns hierher gebracht. Wo sind wir hier? Willkommen, Rainbowville. Ich habe noch nie einen Sweet Shake Rainbow Corn getroffen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wieso machst du mir nach? Wieso machst du mir nach? Entschuldigung, das ist so eine Sweet Shake Sache. Ich habe genau das Richtige für euch. Das war unglaublich und es war toll, euch alle kennenzulernen. Aber es ist Zeit für uns, uns wieder auf den Weg nach Sweet Shake City zu machen. Es tut mir leid, Leute, aber ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zeit passieren wird. Weihnachtsabenteuer in einem neuen Land? Wir sind dabei! Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten von den Rainbow Corns! Was macht ihr und die Bubukons da hinten? Aber ich werde viel Mehl brauchen. Rainbow, Rainbow, Rainbow Horns! Candy, was macht ihr und die Bubukons da hinten? Es riecht wirklich gut. Ich bin inspiriert, Bonbon. Ich habe eine großartige Idee, um alle beim Sparklefest zu versorgen. Du kennst Kuchen, du kennst Cake Pops. Der nächste Schritt ist Kuchen am Stiel. Du hast es schon wieder geschafft, Kumpel. Deshalb bist du der Koch und ich der Fahrer des fantastischsten Foodtrucks in Rainbowville. Leckere Desserts! Das hört sich wie ein Platten an. Das war ich nicht. Ich habe den richtigen Ton getroffen. Nein, du warst klasse. Wir haben einen Plattenreifen. Unser schönes Baby hat ein Wehwehchen. Ich habe immer einen Ersatzreifen dabei. Candy, ist das ein Mixer? Das ist mein Ersatzmixer, falls etwas mit meinem Hauptmixer passiert. Das soll hier für einen Ersatzreifen sein, nicht für einen Ersatzmixer. Oh, dafür ist das... Arschbombe! Wir müssen uns eine andere geniale Idee überlegen. Missy zählt auf uns, dass wir es zum Sparklefest schaffen.
Wir geben nicht auf. Wir backen uns hier einfach raus. Schließlich sind wir... Leckere Desserts! Ich habe eine Idee, aber ich werde viel Mehl brauchen. Ich präsentiere euch den leckeren, fahrenden Donut. Wir sind gerettet. Vergiss nicht die Streusel. Leckere Desserts. Candy hat gerade geschrieben, wir sind auf dem Weg mit Donut-Antrieb. Was bedeutet das denn? Gerade noch rechtzeitig für die Castings. Die Tänzer werden jeden Moment hier sein. Oh oh. Einen verborgenen Schatz gefunden. Rainbow, Rainbow, Rainbow Corns. Oh, ich kann es nicht glauben, Missy. Der Sommer ist endlich da. Ja, Nala, ich liebe es. Die Sonne, der Spaß, das Graben nach Knochen. Oh, wow, da unten ist etwas. Ich habe einen verborgenen Schatz gefunden. Wow, es ist... Ein Rainbow-Korn-Ei? Das ist schon eine Weile dort. Ich frage mich, was drin ist. Ich glaube, wir finden es gleich raus. Hier bin ich, das magischste Papikorn von allen. Das erstaunliche, prächtige, großartige Posch, das Pudelkorn. Wow, Posch, ich habe dich ewig nicht gesehen. Ja, lustige Geschichte. Ich habe einen neuen Regenbogenzauber ausprobiert und er ist irgendwie völlig schief gegangen. Regenbogenzauber, der am Himmel stand, zeige mir eine Überraschung am Strand. Oh. Hallo? Hallo? Oh oh, das könnte eine Weile dauern. Und seitdem steckst du unter dem Strand fest? Ja, und der Sand kommt überall hin. Danke, dass ihr mich gefunden habt. Ich war so lange in diesem im Sand vergrabenen Ei eingepfercht. Jetzt will ich einfach tanzen, versteht ihr? Oh ja, das verstehen wir. Wir sollten ein Konzert veranstalten. Ja, ich singe so gerne. Es wird das spektakulärste Konzert aller Zeiten. Ich habe eine Vision. Wir werden eine Show auf die Beine stellen, die wirklich glorreich ist. DJs und Tänzern, fabelhaftem Glanz und Glamour und Essen und Desserts. Ich werde es Sparklefest nennen. Oh, Sparklefest. Oh, wir werden viel Hilfe brauchen. Die Terminplanung, die Organisation. Es braucht viel, um ein Konzert zu veranstalten. Genau. Jedes Rainbow-Korn der Stadt muss mithelfen. Aber ich verspreche, dass es sich lohnen wird. Und ich weiß, wen ich als erstes anrufen muss. DJ, der DJ, der beste DJ der Welt. DJ, wir brauchen viele tolle Beats. Und du bist das Rainbow-Korn für den Job. Ich habe vielleicht ein Problem. Ich habe meine Beats irgendwie durchnässt. Was soll das denn bedeuten? Hör zu, ich habe den Beat fallen lassen ins Wasser. Ich habe all meine Beats verloren. Oh wow. Das Sparkle festzumachen könnte schwerer sein, als ich dachte. Jeder Teil ist dein Lieblingsteil. Das könnte schwieriger sein, als ich dachte. Rainbow, Rainbow, Rainbow Corns. Gib mir mal das Popcorn, DJ. Shh, komm schon, Dearie Queen, das ist mein Lieblingsteil. Du hast jeden Teil von Angel's High schon 15 Mal geschaut. Jeder Teil ist dein Lieblingsteil. Hey, Mo, dieser neue Synthesizer ist einfach himmlisch. Kein Problem, Sibi. Ich liebe es, technische Geräte für meine Freunde zu bauen. Was ist das für ein himmlischer Beat, den ich höre? Du musst bei meiner Modenschau auflegen. Wirklich? Ich mach's. Danke, Sibi. Du hast den Tag mit der Kraft der Musik gerettet. Du hast den Tag mit der Kraft der Musik gerettet. Siehst du? War das nicht unglaublich? Lass es uns noch einmal anschauen. Alle lieben Angels High. Aber ich habe in 5 Minuten Tanztraining.
Ich habe eine Idee. Was wäre, wenn ich bei einer Modenschau auflege? Wie in der Show. Ja, genau wie in der Show. Entschuldigung, DJ, wir veranstalten gerade keine Modenschau. Das könnte schwieriger sein, als ich dachte. DJ, ich brauche keine Musik für meine Zaubertricks. Oh, Mist. Wir haben bereits eine Jukebox hier im Twinkle Star. Aber wenn sie jemals kaputt geht, rufe ich dich als erstes an. Wie soll ich wie Sibi sein, wenn niemand meine Hilfe braucht? Nun, Kumpel, das ist eine Fernsehsendung. Nicht alles im Leben läuft so einfach, wie es im Fernsehen gezeigt wird. Nicht? Ja, aber das ist in Ordnung. So lernen wir, flexibel zu sein. Manchmal, wenn wir versuchen, einen perfekten Plan zu machen, verpassen wir die guten Dinge, die wir überhaupt nicht erwartet haben. DJ, da bist du ja. Wir haben gerade eine Last-Minute-Vorstellung im Rainbowville Park bekommen und wir brauchen dich als DJ für unsere Tanzshow heute Abend. Wirklich? Siehst du, was habe ich dir gesagt? Es ist keine Modenschau, aber eine Show. Es ist sogar noch besser, weil es unsere eigene Sache ist und ich meinen Freunden helfen kann. Danke, Deej. Könntest du den Satz aus der Show für mich sagen? Du hast den Tag mit der Kraft der Musik gerettet. Uns unsere Kandidaten jetzt auf die Bühne holen. Wir haben dir etwas zu zeigen. Rainbow, Rainbow, Rainbow Horns! Okay, perfekt. Los geht's, Glitzy. Gute Arbeit, Itzy Glitzys. Genau rechtzeitig. Wir haben Castings gemacht und sind jetzt bei den letzten drei. Lasst uns unsere Kandidaten jetzt auf die Bühne holen. Hallo, ich bin Dairy Queen, das Rentierkorn vom Nordpol. Und meine charakteristische Tanzbewegung wurde mir von meinem Vater Prancer beigebracht. Es ist der Rentiertanz. Hallo, ich bin Cecilia, das Robbenkorn aus Malibu, Kalifornien. Und wenn es eine Sache gibt, mit der ich mich auskenne, dann ist es Kuscheln. Ah, wie süß! Es gibt zwei Dinge, mit denen ich mich auskenne. Kuscheln und Shuffeln. Meine charakteristische Tanzbewegung ist der Robbenshuffle. Oh, oh, oh. Und ich bin Goldie, das Schneckenkorn aus Schneckenburg, Michigan. Und ich bewege mich vielleicht langsam, aber ich kann definitiv gleiten. Meine charakteristische Tanzbewegung ist das Schneckengleiten. Also, wer wird es, Missy? Oh, ich muss eine Entscheidung treffen? Ja, es liegt ganz bei dir. Wähle den Tänzer für die Bühnenshow aus und schicke die anderen beiden nach Hause. Nur einen Moment. Was soll ich nur tun? Vielleicht schaue ich in diesen Wunschbrunnen. Das ist doch, was Menschen tun, wenn sie eine Entscheidung treffen müssen, oder? Ja, eine schwierige Entscheidung. Heiliger Bimbam, du kannst sprechen? Oh, Wunschbrunnen geben immer großartige Ratschläge. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann nur einen Tänzer auswählen, aber sie sind alle gut. Vielleicht siehst du nicht alle Möglichkeiten. Du hast recht. Ich habe andere Möglichkeiten. Danke, Wunschbrunnen. Nettes Kind. Ich wünsche ihr alles Gute. Ich bin zurück, ich bin zurück. Das ist großartig, denn wir haben dir etwas zu zeigen. Wir können all unsere Tanzbewegungen machen. Zusammen. Hüpfen, schaffeln, gleiten. Hüpfen, schaffeln, gleiten. Hin und her, her und hin. Hüpfen, schaffeln, gleiten. Wow, ja. Ihr seid alle in der Show. Yay. Es ist Zeit, die Tore zum Sparklefest zu öffnen. Sind alle bereit? Ja. Wir haben alles. Dann hat das Sparklefest begonnen. Rainbow, Rainbow Corns. Ja! Ich liebe es, ein Jelly Shake Rainbow Corn zu sein. Rainbow, Rainbow, Rainbow Corns. Backen und singen, es riecht so gut. Wir machen Süßigkeiten, wir sind so gut. Ich liebe es, ein Jelly Shake Rainbow Corn zu sein. Ich auch. Und unsere Gäste werden diese schicke Dinnerparty mit dem besten Foodtruck von Rainbowville lieben. Leckere Desserts. Candy, wo ist das Essen? Was? Es ist weg. Bubu Corns, habt ihr das Essen auf den Tisch gestellt? Unsere Gäste werden jeden Moment eintreffen. Wir sind da. Oh nein. Bonbon, du musst sie ablenken, während ich mir was einfallen lasse.
Hi, Missy und Posh. Wir freuen uns auf alle eure leckeren Desserts. Ich auch. Hey, habt ihr herausgefunden, was mit diesem Zauberspruch passiert ist? Das haben wir nie herausgefunden. Irgendwann werde ich lernen, den Trick richtig zu machen. Denkt nach, Candy. Ich habe Eiscreme und Schokolade und diese leckeren Beeren. Oh nein, das ist gar nicht gut. Wann fangen wir an? Oh, warte. Wir können uns noch nicht hinsetzen. Wir warten noch auf DJ und Wakey. Wir sind hier. Sorry für die Verspätung. Macht nichts. Ihr hättet euch ruhig noch etwas Zeit lassen können. Kein Stress. Nein, nein, nein. Nun, ich denke, jetzt ist Zeit zu essen. Ja, jetzt, wo alle da sind, lasst uns hinsetzen und Candy wird uns alle Desserts bringen. Wow, das ist genau das, was ich wollte. Ich auch. Ich habe seit Jahren keinen Bärenschoko-Eiscreme-Kuchen mehr gegessen. Woher wusstest du das? Ich habe nichts. Nichts? Außer dem Lieblingsdessert aller. Oh, der Zauberspruch sagte, Fee, Zauberer, Elfe, ich wünsch mir her, gib meinen Freunden ihr Lieblingsdessert. Der Zauberspruch hat Candy geholfen, die Lieblingsdesserts von allen zu machen. Puh, guten Appetit. Irgendwo finden. Das klingt wie ein Lied. Rainbow, Rainbow, Rainbow Corns. Willkommen, Rainbow Corns, alle zusammen zum Sparkle-Fest. Dieses Festival wäre nicht ohne dieses kleine Puppykorn, das die gesamte Veranstaltung organisiert hat, möglich gewesen. Missy! Missy, die gerade woanders ist. Die Show beginnt bald. Wenn ich Missy finden kann. Noch 5 Minuten bis zum Start. Alle auf die Plätze, auf die Plätze. Ist Missy hier hinten? Ich dachte, sie wäre bei dir. Ich dachte, sie wäre bei dir. Hey DJ, hast du Missy gesehen? Hey Posh, bereit für den Hippocorn-Stomp? Hier ist die neue Sängerin der Supergruppe. Pudding Paw. Schön, dich kennenzulernen. Wow. Jelly Shake Rainbow Corns sind die besten Sänger. Ist Missy verschwunden? Nein, nicht verschwunden. Sie ist nur woanders. Ich kann meine Gitarre auch nicht finden. Vielleicht finde ich auch Missy, wenn ich danach suche. Missy ist weg. Das klingt wie ein Lied. Missy, wir fühlen uns schlecht, weil Missy... Du fehlst uns echt. Wow, wow, wow. Vorsicht, Posh. Das sind die goldenen Schleifenfeuerwerke für das große Finale. Ich kann Missy nirgendwo finden. Vielleicht hat sie Lust auf ein paar süße Desserts. Am besten schauen wir mal beim Imbisswagen. Hey, Posh. Möchtest du das Übliche? Ein doppelter Schokolavakuchen mit Pfefferminz. Kommt sofort. Ist Missy hier? Ja, ist sie. Yay! Nein, sie war. Sie hat eine Tüte voll mit ihrem Lieblingskokoskuchen genommen und ist zurück zur Bühne gegangen. Ich war so nah dran.